Hallöchen, und hier bin ich wieder mit einem nächsten Video. Und in diesem zeige ich euch, wie ihr bei euch auf eurem Minecraft Texturenpakete ganz einfach installieren könnt, ohne große Schwierigkeiten oder sonst was. Dazu braucht ihr den MC-Filter, die einige Texturenpakete, zum Beispiel Miso oder Honeyball oder sonst irgendwelche, die zu eurer Suche passen. Ich werde die ganzen Links von den Texturpaketen und vom MC-Filter in die Beschreibung tun. Also ihr müsst erstmal, zumindest ist es bei mir so, auf alle Programme, also erst auf Start, alle Programme, dann auf Zubehör, dann auf Ausführen, und dann gibt ihr ein Prozent, App Data Prozent, dann müsst ihr das bei euch hier so ein Fenster aufgeben. Dann geht ihr hier auf Minecraft, geht auf Texture Packs, dann zieht ihr diese drei hier rein. So, könnt ihr das Video schließen. Dann öffnet ihr den MC-Patcher. Das alles. So, ich würde euch empfehlen, macht überall einen Haken rein. Das kommt immer auf die Grafikkarte an, was ihr drin habt. Wie gesagt, was ihr im Computer habt, dass halt alles geht. Bei mir geht halt jetzt alles. Ja, ich patch das dann mal. Also ihr müsst auf jeden Fall HD Textures drin haben, HD Front, Content Textures, und dann müsst ihr auf Patch gehen. So, dann könnt ihr das hier schließen. So, dann geht ihr in Minecraft, das ist das Originale, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Crack oder auch so genannt habt, ist mir auch ziemlich egal. So, dann startet ihr Minecraft. Auf Deutsch ist das jetzt Texturpaket, mir ist es jetzt auf Englisch Texture Packs. So, dann könnt ihr euch jetzt hier eins ausrichten, wie zum Beispiel das Misa. Ja, das dauert dann ein bisschen, bis das lädt. Muss man ein bisschen warten. So. Jetzt sieht das schon ein bisschen schon anders aus von den Knöpfen und die auch. Ja, tja, ich habe jetzt auch keine 20, ich weiß auch nicht warum, aber es ist auch egal. Zeige ich euch das schnell wieder. Dann geht, ich habe schon auf Green World. Dann sieht, dass sich Grasblöcke und die Bäume ein bisschen verändert haben, dass alles anders aussieht. Ich kann euch jetzt nicht alles zeigen, weil es zu ein großer Zeitaufwand wäre und ich bin nicht kreativ. Und Cheats habe ich auch nicht angeschaut. Sieht schon komplett anders aus. Zum Beispiel das Holz oder die Blätter oder die Schafe oder die Blumen. Und hier ist die Schafe schon anders aus. Wenn ihr keinen Text mehr findet, keinen eigenen Skin habt, bekommt ihr einen besseren Steve, also sprich der normale Texturpaket. Ja, das war's auch schon wieder. Danke fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr sonstige Tutorial wünscht oder sonst was habt, schreibt es in die Kommentare.